Jo, meine Freunde, Fahri wieder am Start. Heute mit eins meiner Lieblingsautos wieder. Noch mal kurz Tor zu. Wir haben hier einen 318i, der ein bisschen unrund läuft. Hier, man sieht es auch wieder. Wir gehen der Sache auf den Grund. Wir gucken uns an, was hier verkehrt ist. Und dann reparieren wir das und dann fahren wir mal eine schöne Runde hier mit dem schönen Auto. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir in die Diagnose gehen. Also meine Vermutung, Zündkerzen sind neu. Der Kunde hat mir gesagt, dass er die Kerzen schon mal woanders hat tauschen lassen. Läuft immer noch nicht gut. Meine Vermutung ist, entweder einer von den Zündkabeln oder hier oben der Verteilerfinger. Das ist noch ein bisschen warm, der Kollege hier. Ich kann da meinen Finger nicht so reinstecken jetzt, weil es so warm ist. Wir müssen erstmal ermitteln, welcher Zylinder nicht gut läuft. Und dafür würde ich einfach mal die Kerzen nacheinander abziehen. Aber obwohl, ich schraube direkt den links ab hier. Verteilerfinger. Der ist halt noch ein bisschen warm, der hat noch ein bisschen Temperatur, deswegen ist gut warm hier auf jeden Fall. Der braucht einen neue Verteilerkappe mit Finger. Hier, paff, wieder angeschraubt, damit wir rausfahren können gleich. Sobald das neue Teil da ist, melde ich mich nochmal, dann bauen wir es nochmal aus. Und dann zeige ich euch mal genau, was da Fritte ist. So, die Teile sind angekommen. Wir bauen jetzt das Teil aus und dann gucken wir mal, vergleichen wir mal und dann, woran es liegt, warum er denn unrund lief. Genau, ich fange an und zwar nehme ich die Stecker hier ab. So. Da haben wir den Kollegen. Hier siehst du diese schwarzen Fleck da auf diesen. Beziehungsweise hier ist es blank. Ne? Das ist die Zündverteilerkappe. Das ist der Zündverteilerfinger. Und der Finger hier, der hat hier den Kontakt. Und hier drinnen. Und der dreht sich. Und jedes Mal, wenn er hier diesen Dings berührt, hier den Kontakt, kriegt die Zündkerze Strom und der Funke springt über eine Zündkerze. Das dreht sich dann halt. Wird von der Nockenwelle angetrieben und dreht sich halt, ne? Und jedenfalls ist es da schon verschlissen und deswegen kriegt er neue und deswegen läuft er unrund. Wir bauen das jetzt ein und dann fahren wir gleich noch runter. Ja, für euch ist es schwer zu erkennen, weil die Haube halt andersrum aufgeht, deswegen sind jetzt die Bilder nicht so gut, bitte entschuldigt das, ja? Auf jeden Fall habe ich den Zündverteilerfinger schon angeschraubt, also den. Der Kollege ist dran. Den alten packen wir mal wieder in den Karton. So, und jetzt noch die neuen Verteilerkappe ran. Das sind nur drei Schrauben, geht eigentlich relativ easy. Man kommt eigentlich auch relativ gut an, der Lüfter stört es gar nicht so. Starten wir mal, oder? Okay, wahrscheinlich noch zum Kabel im Defekt. Ich muss das hier einmal öffnen. Wo ist denn die alte Kappe? Auf der alten Kappe müsste, glaube ich, draufstehen. Genau, guck mal, hier steht drauf 2, 4, 3, 1. Hier geht von der Zündspule, ZS, Zündspule, Strom rein und es sind Zylinder. 1, 3, 4, 2, das ist die Zündreihenfolge. 1, 3, 4, 2. Wie ist die Zündreihenfolge vom 6-Zylinder? Ganz einfach zu merken. Hat mir damals mein alter Meister gesagt. 15 zu jung, 36 zu alt, 24 genau richtig.
Habe ich damals von meinem alten Meister gelernt. So, das ist 2. 2 ist, sind nur 2 ist richtig. Das müsste die 4 sein. Ja. Auch richtig. Das hier müsste die Zündspule sein. Ja. Auch richtig. Okay. Heinz Hiller läuft aber nicht mit. Der Kunde hatte mir ja gesagt, dass sie schon hier etwas neu gemacht haben. Deswegen dachte ich jetzt, okay, liegt der Verteilerfinger an Kappe, weil die halt schon nicht mehr gut aussahen. Weißt du, was wir jetzt spaßhalber machen? Wir messen jetzt spaßhalber mal die Kompression. Dafür ziehen wir den Stecker hier ab. Bup. Ist der Dreis nass? Nass ist immer nicht gut, weil nass heißt keine Verbrennung. Sieht man das? Guck mal, die Kerze ist dunkel, also die hat eine Verbrennung stattgefunden, das ist der 4. Zylinder. Und das ist der 3. Zylinder. Hier ist die einfach nur nass, die Zündkerze, beziehungsweise feucht. Heißt, der Kraftstoff ist noch nicht verbrannt. Ich leg die hin. Aber wenn wir Kompression messen, misst man alle Zylinder, also Zylinder 1 bis 4. Mach mal einmal leer. Ja, mach ich. Achtung, kann sein, dass hier ein bisschen Sprit dazu. Klingt gut. Jetzt holen wir mal unser Kompressionswerkzeug hier. Hast du schon mal gesehen, Kompressionswerkzeug? Sehr stark, wa? Das sieht wirklich aus wie eine Gehhilfe. Mach mal. Ja. Kollege, Alter, chill mal. Machen wir nochmal. Achtbar. Zack, Zylinder 2. 9 Bar. Und jetzt wird's interessant. Zylinder 3. Mach mal. Einen halben Bar? Nee, gar nichts. Nicht mal einen halben. Okay. Ich glaube, der hat bis jetzt am meisten Druck gehabt. Ja, Mann. Der hat 10 Bar. Zylinder 1, 2, 3, 3 hat gar nichts. Du hast auch beim, wo der Kollege gestartet hat, hast du auch gehört. Also du hast auch gemerkt, dass hier gar kein Druck ist. Das heißt, im Umkehrschluss, der Zylinderkopf muss runter. Auf jeden Fall war die Konstruktion gut, aber die beste Konstruktion bringt nichts, wenn der Motor keine Kompression hat. Wir müssen jetzt mit dem Kunden absprechen, wie wir weitermachen, weil Zylinder 3 halt keine Kompression hat. Ich vermute mal, dass wenn die Kompression fritte ist, ist meistens Auslassventil. Also Einlass nicht aus, kann aber gut, kann. Müssen wir mal gucken. Dann lassen wir uns überraschen, wenn wir den Zylinderkopf abbauen, sieht man, was defekt ist. Wir müssen auf jeden Fall, also ich rufe den Kunden an, kläre das mit dem Kunden und dann geht's weiter. Bis gleich. 3 days later. Ich selber habe hier noch nie so einen Kopf, ich habe hier noch nie einen Kopf abgebaut. Ich muss mich erstmal hier reinfuchsen. Also eigentlich an sich kann es ja gar nicht so schwer sein. Der Motor ist ja nicht so groß hier. Den kannst du ja hier rausschmeißen, Alter. Den nehme ich so hier wie so ein MMA-Kämpfer. Mhm. Und dann mache ich hier so ein, ich lasse mich rückwärts fallen mit dem Motor, weißt du? Nee, ich muss gucken, ob ich die Ansaugbrücke hier, hier ist sie ja getrennt, ob ich sie da trenne, den oberen Teil erstmal wegnehme. Ich denke, das mache ich, weil dann habe ich erstmal mehr Platz. So, da vorne noch ab. Zack. Also ich würde DK abbauen. DK. Lüftking. Donkey Kong. Ah. Den hier, weißt du? Den würde ich jetzt abbauen.
Also hier war irgendjemand schon mal dran gewesen. Sieht man hier an der Hand, anhand der Spuren hier. Dieser roten Dichtmasse. Ja. Mhm. Muss mal gucken, ob es da original Dichtungen dazu gibt. Also da, ob da normalerweise eine Dichtung reingehört oder ob das hier wirklich eingespielt wird. Ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass original Dichtmasse dran ist. Aber ich muss mal im Teileprogramm gucken. Schauen wir mal. Ja, da muss ich mal nachschauen. So, ich bin an dem Auto dran, ne? Hast du das Auto so gekauft oder ist dieser Fehler bei dir aufgetreten? Auf einmal lief der unrund. Okay, ich sag dir, was passiert ist. Ein Hebel ist weggerutscht von Nockenwelle. Oben hast du doch so eine, diese Hebel, du hast Nockenwelle, du hast die Hebel, die Ventile runterdrückt, ne? Und jedenfalls ist ein Hebel gebrochen, nicht in der Mitte durchgekommen, vorne ist so ein Stück weggebrochen und dann lag der Hebel im Ventildeckel oben drin, also auf dem Zylinderkopf oben lose drin lag der im Motor. Problem ist aber, ich finde die restlichen Teile von den Hebeln nicht. Also ich müsste, also die liegen da oben nicht drin. Das heißt, die sind wahrscheinlich runtergefallen. Also ich müsste die Ölwanne auch abbauen und gucken, weil da liegen jetzt Teile drin. Ja, also das ist auch kein kleines Teil, was da jetzt in der Ölwanne wahrscheinlich rumschwimmt. Ich hab immer Schiss, dass wenn sowas abfällt, dass sich das verkantet, Dicker, und dann gibt es einen richtigen Motorschaden, weißt du, was ich meine? Mhm. Haben wir richtig Geburtstag im Motor. Aber hier ist ja nur in Anführungsstrichen das Ding abgebrochen, ist weggerutscht, der Motor nicht weiter. Wir haben den Hebel besorgt, allerdings schon eingebaut und wir blenden mal wieder eine Instagram-Story ein, wo ich das zeige, dass der neue Hebel drin ist. So, wir haben den Hebel hier wieder eingesetzt. Also der Hebel ist neu, das sieht man ja, der ist alt. Der ist neu und jetzt bauen wir das alles wieder zusammen, den guten E30 hier. Genau, neuer Hebel ist drin und die alten Teile haben wir rausgefischt. Ich nehme die Lampe wieder ab, bevor hier die Motorhaube noch runterkommt. Genau, hier sind die alten Teile. Frag mich echt, wie das, ich finde, das ist ein Rollenschlepphebel und dieser Rollenschlepphebel ist meiner Meinung nach sehr massiv. Ist halt sehr, also heutzutage sieht sowas, das ist weniger als die Hälfte sogar, nicht mal die Hälfte. Und dieses Teil ist hier gebrochen, ne? Der Rollenschlepphebel überträgt die Kraft hier von der Nockenwelle zum Ventil. Dann drückst du mal das Ventil runter, hier sitzt der Hydroschlüssel, hier läuft die Nockenwelle drauf und jedes Mal drückt er halt das Ventil runter. Und jedenfalls ist, weiß nicht, Altersschwäche, Materialschwäche, wie auch immer. Aber das hattest du jetzt vorher auch noch nicht, dass es gebrochen ist? Das hatte ich noch nicht gehabt bei diesen Modellen, aber gut, okay, wie viele. Davon gibt es jetzt auch nicht mehr so viele Autos, es gibt jetzt nicht mal, die fallen nicht mehr rum wie Sand am Meer, ne? Deswegen, keine Ahnung, also ich habe das noch nie gehabt, dass ein Rollenschlepphebel gebrochen ist. Das hatte ich wirklich noch nie. Ich hatte bei diesen ganzen Valvetronic-Motoren, dass der mal eine Feder bricht, ja. Aber so ein Rollenschlepphebel, das sehr bricht, keine Ahnung, hatte ich ehrlich gesagt auch noch nie. Auf jeden Fall, mit diesem Teil, das lag oben ja noch drin, in dem Zylinderkopf oben drin. Und das ist hier quasi, das ist so ein Plättchen, sage ich mal jetzt dazu, vorsichtig. Das sitzt auf dem Ventil oben drauf und der Rollenschlepphebel greift hier rein in das Plättchen, drückt dann halt immer das Ventil runter so, ne? Und diese zwei Teile, also ich musste die Ölwanne abbauen, weil diese zwei Teile lagen unten in der Ölwanne drin. Ich wollte die nicht drinnen lassen. Weil das Problem ist, wenn ich diese zwei kleinen Teile da drinnen lasse, kann es passieren, dass durch die Bewegung beim Fahren, dies, das, irgendwie, entweder setze ich das vor Sieb, Ölsieb, ist dann auch nicht so cool, weil der Motor dann nicht mehr genug Öl ansaugen kann. Beziehungsweise, wenn er da unten irgendwie vor die Ölpumpe kommt oder so und sich das da verkantet, alles uncool, ja. Deswegen muss das raus, genau. Wir haben die Ölwanne abgehabt, haben die Teile rausgefischt, Ölwanne wieder angebaut. Jetzt haben wir den Ventildeckel wieder aufgebaut. Der ist dran, als nächstes kommt die Ansaugbrücke wieder ran. Ja, dann kommt hier die Zündung wieder ran, hier die Zündkabel und hier vorne die Verteilerkappe, die wir schon neu gemacht hatten, weil wir am Anfang dachten, dass es an der Zündung liegt und weil es alles sowieso nicht mehr so knorke aussah, haben wir jetzt alles neu gemacht. Ne? Und der Kunde hat das Auto, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, er hat das noch nicht so lange, das Auto. Also so kam es auf jeden Fall rüber. Auf jeden Fall will er den Wagen auch länger behalten und er meinte, ey, pass auf,
macht das, was gemacht werden muss. Dann meinte ich, ja gut, pass auf, okay, normalerweise die Motoren sind sehr robust. Weil meistens, wenn die Dinger unrund laufen, ne, wir haben jetzt einfach Zündkabel, so haben wir angefangen, das zu tauschen. Und er meinte, ja, mach das, ich will, wie gesagt, sowieso länger fahren. Dann haben wir es gemacht, gut, lag nicht daran, haben wir Kompression gemessen danach. Kompression, auch, habt ihr ja gesehen, auf dem dritten Zylinder ging nichts, ne? Keine Kompression. Geht ja auch nicht, wenn das Ventil nicht aufgeht, kann der Motor am dritten Zylinder keine Luft reinsaugen. Dementsprechend hast du auch keine Kompression. Und dann haben wir gedacht, okay, pass auf, keine Kompression, muss der Zylinderkopf anders sein. Ne? Wollten den Zylinderkopf abbauen, deswegen ist auch die Ansaugbrücke ab. Und dann, ich habe erst die Ansaugbrücke abgebaut und dann den Ventildeckel. Wenn ich es andersrum gemacht hätte, dann hätte ich die Ansaugbrücke gar nicht abbauen müssen, dann hätte ich es vorher gesehen. Aber gut, so. Man steckt nicht drin, ich weiß es auch nicht vorher. Manchmal kommen Leute zu mir, die sagen, fragen mich, ey, mein Auto springt nicht an. Ich sage, ja, musst du herbringen. Dann kommt die nächste Frage, ja, was ist denn kaputt bei meinem Auto? Ich sage, du, keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, ey, dann würde ich nur Telefon-Hotline. Dann würde ich nur Telefon-Hotline machen, wäre ich keine Werkstatt. Wenn ich mit Hand auflegen oder übers Telefon oder nicht mal das Auto steht hier und ich weiß schon, was kaputt ist. Bei manchen weiß ich es ja wirklich, aber nicht wegen Anspringen, sondern manche Motoren und haben bestimmte Fehler. Und wenn einer sagt, ja, mein Auto macht das und das oder macht das und das nicht und ich habe dieses Auto, dann weiß ich manchmal schon, okay, das kann das sein. Ja? Aber das ist halt nur manchmal. Aber wenn ein Auto nicht anspringt, woher soll ich das wissen, woran das liegt, Alter? Es harmonieren so viele Teile beim Anspringen des Motors. Da kann ich nicht sagen, ey, mach mal das, mach mal das. Ich kann bei manchen Motorentypen sagen, überprüf mal das und das. Überprüf mal das und das. Das kann das sein, das kann das sein, das kann jenes sein. Alles klar, wie auch immer. Komm mit noch. Der Kunde hat noch Felgen mitgebracht. Die hat er sich neu gekauft. Oder gebraucht gekauft. Da sollen wir mal gucken. Er hat uns jetzt mal zwei mitgegeben. Er möchte da noch Spurplatten drauf machen. Ich sag dir ehrlich, ich finde diese Felgen mega nice. Das sind zwar keine Original, aber ich glaube, selbst die Nachbauten kosten richtig Geld. Die soll ich einmal hier anbauen und gucken, was für Spurplatten er noch daran machen kann. Guck mal, was für ein Stretch der Reifen hat hier, Alter. Ne, das ist die Felge. Und der Reifen ist. Der hat einen dünneren Reifen genommen, damit der Felge halt. Damit der Reifen. Hier noch so ein Stretch, keine Ahnung, wie das hier nennt, die Flanke hier, dass der halt so geht. Ne? Sehr. Die freuen sich auf den Bordstein auf jeden Fall. Ne? Da müssen wir auf jeden Fall gucken, was für Spurplatten wieder maximal ranpassen. Die müssen wir dann auch bestellen für den Sommer. Wir haben ja jetzt noch Winter aktuell. Entferne jetzt noch die alten Dichtungsreste hier und dann dappen wir die Ölwanne wieder ran und dann starten wir immer mal. Guck mal, wie hart das ist, Alter. Dann machen wir die Fläche sauber und dann machen wir neue Dichtung rein. So, hier sind die Schrauben. Ich bin immer der Fan, ich lege mal die Schrauben. Ich mache mal Bremsenreiniger rein. Dann mache ich die ein bisschen sauber und dann ziehe ich das ganze Dreck mit, also den ganzen Dreck, der da hier am Gewinde hängt, den ziehe ich nicht mit ins Gewinde rein hier, ne? Wenn ich hier überall anschraube. Dann mache ich mal ein bisschen so. Bisschen rühren. Guck mal, sieht noch gleich aus wie neu. Oder? Siehst du, wie man das? Dass das Gewinde quasi sauber ist. Aha. Ich finde den besser als den alten, den Bremsenreiniger, den hier, oder? Gut, der hat erstmal unsere ganzen Pumpflaschen kaputt gemacht. Aber der ist ergiebiger. Schrauben.
Guck mal, der Bremsenreiniger, hier war noch eine Pfütze Bremsenreiniger drin, der ist einfach verflogen. Weil hier so viel Alkohol drin ist. Also nicht den hier, den man trinkt, sondern ist einfach weg. Ich schmier hier nichts mehr dran, ich lasse es einfach so. Jetzt muss ich erstmal nur zwei Schrauben oder so zum Ansetzen. Ist dann noch alles sauber? Ja. Okay. Dann nehmen wir die. Ich glaube, so rum kommt der Kollege. Schön weit weg von der Arbeit, hat mein alter Geselle mal gesagt. Ich nehme das Ding jetzt nur zum Ansetzen. Ich muss jetzt nur noch Öl reinmachen und Kühlwasser und dann können wir jetzt erst den ersten Motorstart machen, ne? Und dann können wir eine Runde drehen, ob der jetzt gehört. Also der sieht wieder aus wie ein Motor, ne? Den Ölfilter müssen wir noch wechseln. Genau, der steckt noch. Das ist der Ölfilter. Den schmeiße ich jetzt hier rein. Flop, drin ist er. Die mache ich jetzt hier ab. Puff. Die neue kommt hier rein, einfach hier reingelegt, so. Also die werden gerne sonst hier oben und nicht. Deswegen muss diese Fläche auch immer sauber sein. Und wenn die Fläche dreckig ist, dann kann der Dichtring das da oben nicht richtig abdichten. Ne? Jetzt machen wir den wieder hier rein. So. Genau, jetzt kommt Öl und Kühlwasser rein. Kühlwasser hier. Ihr habt hier die nette Lüfterschraube. So, ich drehe erstmal Kühlwasser auf. Die müssen wir erstmal aufdrehen. Wenn man die drehst so auf, dann füllst du das Kühlwasser ein, bis es hier oben rauskommt. Gesehen? Mhm. Jetzt drehen wir die Schraube wieder rein. So, jetzt hole ich Öl. Boah, ist ja stramm drauf gewesen, Alter. Wie viel Liter kommen da jetzt rein? 4 Liter habe ich jetzt geholt hier. Ja. Die 4 Liter jetzt erstmal komplett rein und dann messe ich einmal, dann starten wir, dann messe ich nochmal und dann ergänze ich gegebenenfalls. Jetzt kommt der allererste Start, beziehungsweise ich wollte noch messen, genau. Ganz wichtig, Öl ist halt auch. Ja, ist mir jetzt genug drin. So, mal gucken, ob wir anspringen. Ne? Schütteln sich ein bisschen. Da läuft der jetzt schon besser. Guck mal, jetzt hat er es gefangen. Der hat nichts gemacht, der hat sich gefangen.
geil, die Dinger, Alter. Geil, Mann. Ich finde diese Autos absolut geil, Alter. Junge, du merkst nicht mal, dass die Getriebe schaltet. So, wir müssen den mal richtig warm fahren. Weil ich... Der lief nicht richtig mit auf dem Leerlauf, der eine Zylinder, weil er halt schon so zugerotzt war. Den müssen wir erstmal wieder reanimieren, den Zylinder hier. Wenn das Kühlwasser draußen hat und ja neu auffüllt, müsst ihr gucken auf jeden Fall. Die Heizung ganz am Anfang auf heiß stellen und dann die Lüftung anmachen, gucken, ob hier warme Luft rauskommt. Weil so kannst du dich vergewissern, ja, kommt warme Luft raus, ob du das Kühlsystem richtig entlüftet hast. Ne? Also wenn jetzt... Jetzt nicht, boah, muft ein bisschen, wa? Das ist ja altes Auto, die stinken, riechen alle so. Wenn du das Kühlsystem halt nicht richtig entlüftet hast, dann hast du eine Luftblase drin und dann kommt hier halt nur lauwarm oder kalt halt raus, ne? Aber so heiß wie hier kommt es ja brutal heiß raus. Ja. Wir fahren jetzt eine größere Runde, um zu gucken, nicht, dass uns der Hebel wieder abhaut, aber ich denke mal nicht, ich denke mal, das ist einfach... Weiß ich nicht. Ich denke mal, es ist ein Materialfehler oder... Cool. Ich denke mal, irgendwas war hier mit dem Material nicht ganz sauber. Guck mal, jetzt läuft der absolut, jetzt läuft er sauber. Wo wir den gestartet haben, da hat er sich erstmal geschüttelt. Ich denke mal, weil halt der Zylinder, also weil das Einlassventil war jetzt längere Zeit geschlossen und der hat Sprit reingerotzt vor den Einlasszylinder, das haben wir natürlich weggemacht. Vielleicht sah auch die Kerze scheiße aus oder weiß ich nicht. Stimmt, der Hydro war leer. Den haben wir ja leer gemacht, der Hydro-Schlüssel. Damit wir den Hebel auch reinkriegen. Wir wenden hier mal. So ein riesen Buslenkrad hier, Alter. So, meine Freunde, die Probefahrt war erfolgreich, die Reparatur war erfolgreich. Auf jeden Fall werden wir dem Kunden jetzt den E30 so ausliefern. Er läuft. Er läuft sehr gut, er hat Leistung, er ist gefahren, also wir sind jetzt über längere Strecke gefahren, bestimmt 15 Kilometer oder so. Falls ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, liken und abonnieren nicht vergessen natürlich und dann ein bisschen auf die Glocke aktivieren. Auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt gehabt, 70% meiner Zuschauer haben mich nicht abonniert. Tut das bitte, das tut meinem Kanal sehr gut. Bis zum nächsten Video, klickt einfach hier, da, keine Ahnung wo, ihr seht es schon gleich. Peace out.